Endlich ist es soweit. Das letzte Show Me Your Flat 2.0. Viele, viele Videos gab's. Die Entwicklung von alt zu neu, wie man vielleicht auch nicht unschwer an dieser Couch erkennen kann. Denn auch unsere neue Couch sieht etwas schöner aus. Aber mit dieser hier verbinde ich tatsächlich noch sehr, sehr viel mehr schöne Erinnerungen momentan. Ja, und heute ist es soweit. Ich möchte euch mal zeigen, was sich dann doch so letzten Endes wirklich getan hat. Wie stehen wir jetzt? Wie sieht es genau aus? Und wo geht die Reise vielleicht noch bei der anderen Ecke hin in dieser Location? Und ja, das zeige ich euch heute mal. Deswegen schauen wir mal gemeinsam rein. Ja, wenn man sich dann so eine riesige Location holt, möchte man das natürlich auch mal vorstellen. Und wichtig war, so eine Sache, die man noch gelernt hat, man nimmt mal seine Handwerker mit, die wir in der Familie hatten, Gaswasserinstallateur, Elektriker, Maler und so weiter. Und präsentiert das einfach mal, zeigt das einfach mal. Ja? Nimmt alle mit, die man hatte, die ganzen anderen Mitarbeiter, Familie und sagt, hey, lass uns das mal angucken und einfach mal ein Gefühl dafür kriegen. Ja? Und ja, wurde halt schon ziemlich viel rumgesponnen. Ne? Die Leute waren schon so, oh, da können wir dies und das machen und dies. Und die Handwerker haben geguckt, ob alles in Ordnung ist und haben halt schon gesagt, ja, hier sind so ein paar Sachen, die sehen halt schon schrecklich aus, das ist relativ viel Arbeit. Und ich kann mich da noch so relativ dunkel daran erinnern, wie dann so der Kai, der da relativ gehypt war, ich glaube, der lief da so ein bisschen rum. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das zweite Meeting war oder das zweite Treffen hier, aber ich hatte das Gefühl, er hatte schon Bier in der Hand, da hat er schon Party gemacht. Aber ja, ich weiß auf jeden Fall, wie die Leute halt hier rumgelaufen sind und dachten, boah, sick, wie viel Platz, was können wir hier alles machen, wo können wir das hinstellen, welche Bereiche gliedern wir. Wenn ich jetzt überlege, was wir damals besprochen haben und wie es am Ende geworden ist, hat sich schon noch so einiges geändert, wo ich gesagt habe, nee, das können wir nicht so machen. Was, Mats? Mats, was ist dein Plan? Die Kegelbahn, die Take-TV, Bowling oder Kegelbahn. Ihr kriegt hier gar nichts, ich will ja endlich ein vernünftiges Lager. Oder die Curling-Arena, Take-TV, Curling, Kegelbahn, Bowling. Curling! Klare Sache, Curling machen wir auf jeden Fall. Die Eislaufbahn, wir freezen einfach den kompletten Boden hier und dann laufen wir Schlittschuh die ganze Zeit. Ja, nachdem wir da intern natürlich drüber gesprochen haben und dann beschlossen haben, dass wir es machen, sollte das natürlich auch so schnell wie möglich an die Community raus. Und wir wollten da natürlich auch mal ein Gefühl für kriegen, was ihr davon haltet. Denn wir waren ja dann doch letztendlich fast 5 Jahre in der alten Lokalität und haben dann so das erste kleine Video gedreht. Und da standen auch schon die ersten Ständerwerke, sodass man die ersten Bereiche sehen konnte. Also kommen halt die Räume rein, da sind jetzt die Regien und Studios. Ja, also ich erinnere mich dann, wie wir gezeigt haben, wie weit das in die Tiefe geht in dem Raum. Und man hat schon gemerkt, dass wenn man dieses Ständerwerk gesetzt hat, dass der Raum schon mehr eingedrückt worden ist. Aber es war halt immer noch gigantisch. Und da stand halt noch keine Bar, da stand noch gar nichts. Das heißt, überall konnte man rumlatschen. Und ja, das war schon cool. Und dann gab es halt gleichzeitig von uns die, halt die Idee, gleichzeitig zum Seed Story Cup das zu announcen. Mit einer Indiegogo-Kampagne. Das war nice. Ja, aber insgesamt muss man sagen, in diesem einen Event wurde es gut aufgenommen und man hat schon relativ viel Resonanz gehabt. Ich weiß, keine Ahnung, aber in diesem einen Event waren bestimmt schon 15.000, 18.000 Dollar oder so donated worden. Fand ich gut. Aber auch viel Skepsis von den Leuten. Ah. Und gab auch viel Skepsis von den Leuten. Kann man das so reinnehmen? Ich ignoriere sowas, versuche natürlich sowas immer auszublenden, aber das ist wie so oft gewesen, wenn man größere Schritte geht, dass die Leute halt dann sagen, boah, das ist keine gute Idee, das ist so unpersönlich, wie soll man da ein Homefeeling reinkriegen, so ein großes Projekt, wie sie das umsetzen, keine Ahnung davon, bla bla bla. Ja, also die Leute waren sich nicht so ganz sicher, was sie davon halten sollten und es war natürlich viel Arbeit. Ja. Ja. Gibt halt viele Leute, die mal viel reden. Und ja, hat ja doch geklappt irgendwie. Kreativraum also, ne? Läuft wohl hier in der Location, oder? Ihr habt gar keine Ahnung, was ich euch jetzt hier erzählen möchte, oder? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in diesen Kreativraum rein und gucken uns den Spaß mal an. Was kann denn da so dahinter stecken? Ne? Komm mal mit. Also ein gutes Jahr ist das jetzt her. Gefühlt war ich auch noch ein bisschen sportlicher. Da habe ich so eine heftige Judo-Rolle
unter das Tor gemacht. Was ist hier los? Und dann kamen wir direkt in den ersten Bereich, wo ich mir dann auch schon so ein paar Gedanken gemacht habe. Und damals dachte ich, sieht gut aus, da können wir einen Shop-Bereich hin machen. Tresen, zwei Arbeitsplätze oder so dahinter, T-Shirts dahinter, Branding draufgeklebt, Folie vorne auf den Tresen. Ja, dann könnte ich Arbeitsplätze schaffen, dass die Leute da fest sitzen. Wenn Events sind, weiß man sofort, wo man hin muss. Fand ich ganz gut. Aber als ich dann gemerkt habe, das könnte hier ein bisschen wenig Sitzplatz sein und zu wenige Spiele, Couch-Ecken, habe ich dann irgendwann gesagt, dann nehme ich doch lieber nochmal zwei Couchen und mache da noch Konsolenbereiche hin. Ich denke, es war eine ganz gute Idee, denn jetzt spielen die Leute da oft FIFA und die Fernseher stören da auch nicht. Die Leute laufen da sozusagen drunter, weil die recht hoch hängen. Von daher, denke ich, war das der erste Bereich, war ganz gut da. Das hier soll unsere Bar werden. Ja? Hier wird irgendwann hoffentlich eine richtig fette Bar stehen. Hier sind so überall so Streifen auf dem Boden, die markieren ungefähr, wo sozusagen der Tresen ist. Und die geht wirklich von hier bis da zu den Balken. Das war so der erste Moment, wo man in die Halle reinguckte. Und der erste Bereich, den man noch heute sieht, ist der, der damals dann noch so abgeklebt war, wo wir sagten, boah, genau hier machen wir die Bar hin, schön mit Crepe oder so. Das Beste, was man nehmen kann, damit es gut hält. Schön abgeklebt, so drei Säulen lang und dann so drumherum, ich glaube 12 Meter Ladentheke oder 14, ich weiß es nicht. Die sind es dann auch geworden. Sollte die Bar sein. Das war so eine Idee, die war, ich weiß nicht warum, aber die war für mich vom ersten Moment an relativ offensichtlich, dass ich sie da haben möchte. Und hat sich auch nichts geändert. Die ist wirklich 1:1 genau dahin gekommen, wo es wollte und auch sollte. Aber finde ich gut. Top 1 Trinker bei uns. Meine rechte Hand, also der Jan. Das war so eine Sache, du hast dann diese Bar, die du dir vorstellst und ich meine, alle wissen halt, dass ich handwerklich sozusagen schon in der Oberklasse unterwegs bin. Also da wissen die Leute halt, wenn ich was anpacke, dann ist halt fast schon eine Garantie, was kaputt geht. Ja? Also da kann halt passieren. Deswegen wussten wir müssen auf jeden Fall da jemanden holen, der es kann. Und da haben wir mit Zenit gesprochen, das ist eine Messebaufirma aus Köln, die auch öfter mit der ESL arbeitet. Und die haben uns dann ziemlich schnell, die kamen hier vorbei, coole Designs geschickt, wo sie sagten, so stellen wir uns die Bar vor. Das war wirklich schon fast vom ersten Moment an safe. So ein bisschen der Tron-Style ja auch geworden mit den LEDs und auch so vom Aufbau. Fand ich schon ziemlich geil. Also da hatte ich auch nicht das Gefühl, oh, da müssen wir was machen. Bei den Tischen war es noch ein bisschen was anderes, aber Bar war für mich... Das war so wie die Location, gesehen, genommen. Ja. Der hier, da steht, wo die Wasserwaage ist. Ja. Hier werden wir dann in der Zukunft alles Mögliche anbieten. Die Leute können hier was trinken, was essen und was sonst halt dazu gehört. So, dieser ganze große Raum hier, der offen ist, alles, was ihr hier so seht, bis da ganz vorne, wo jetzt diese weißen Schränkchen da stehen, ja, werden überall Couchen sein, Tische, Tablets, Konsolen, man kann hier daddeln, überall sind Fernseher, damit man die Live-Show sehen kann. Und das geht auch. Im Video zeige ich dann halt so die ganze Halle und auch, wie ich mir das vorstellen kann. Und ich glaube, ich spreche da auch noch so ein bisschen drüber, was da halt dann drin sein soll. Und das hat weitestgehend auch genauso funktioniert. Ich muss sagen, am Anfang dachte ich, wir hätten ein bisschen mehr Platz. Also ich hatte das Gefühl, ich kriege hier mehr Couchen unter, mehr Sitzflächen und da muss die Realität mich dann doch ein bisschen einholen. Also wenn man nicht möchte, dass alles gequetscht ist und es wirklich gemütlich sein soll, dann kann man nicht so viele Couchen reinsetzen. Letztendlich sind hier nur zwei, drei Couchen und da hinten diese beiden. Ich hatte schon das Gefühl, man könnte mehrere Sitzecken schaffen. Aber ja, der Kicker steht ziemlich genau da, wo ich ihn in meinem ersten Plan hatte. Ich hatte den Aerokit-Tisch für hier geplant. Hat sich ziemlich schnell verabschiedet. Noch bevor wir das überhaupt ausprobiert haben mit dem ersten Event, habe ich schon gesagt, das wird zu laut, weil es klickt halt. Ja, man steht jetzt in der Garage sozusagen, wenn abends da welche spielen, hört man es noch zwei Straßen weiter. Das ist kein Scherz. Auch wenn ich abends bei mir im Bett, ich wohne in der zweiten Etage, liege, Fenster sind zu, höre ich die ganze Zeit kling, 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 kling. Hat sich noch niemand beschwert. Fuck, ich hätte das vielleicht nicht sagen sollen, weil jetzt wissen die Leute, wo dieses komische Geräusch herkommt. Das vom Nachbarn. Ja. Nein, aber muss ich sagen,
Ja, also die Sitzplätze und so, die sind sehr ähnlich zu dem oder das, was man sich vorgestellt hat mit Konsolen und auch Möglichkeiten. Manche haben auch keine Konsolen. Da stehen schon Fernseher, kann man halt anschließen, Kabellage ist vorbereitet. Nur die Couch, die steht halt jetzt anders als gedacht, weil da noch tatsächlich damals irgendwie so ein Gaming-Bereich geplant war. Soll das nicht verloren gehen. Und unser Casting-Bereich, den ihr so kanntet, der wird hier anfangen ungefähr, ja? Also irgendwo hier, wo jetzt noch die Regelzubände sind. Wir hatten diese, erinnere ich mich noch richtig gut dran, wir hatten diese fantastische, schwarze, nichtsnutzige Wand, doppelte Riegelswand mit Ständerwerk. Der gute Erik und ich abends alleine in diesem Raum. Und da gab es noch diese Umkleidekabinen, die waren offen. Das waren wie so Starterkabinen. Dann haben wir uns so da reingestellt und so mit Anlauf. Und dann sind wir mit voller Karacho voll auf die Wand und bam, sind wir da richtig gesprungen. Ja, waren ein paar Ratscher, weil die Nägel und Schrauben halt da so drin waren. Und dann so richtig, wir sind da richtig runtergekippt. Aber war lustig, dass das nicht als Videoaufnahme gibt. Stellt euch einfach vor, wie so ein 1,70 Meter Mann mit geballten 70, 80 Kilo wie so ein Pokémon-Ball da drauf liegt. Na gut. Okay, erstmal eine geile Bar, wo man gut sitzen kann, daddeln kann, Konsolen, Platz hat dafür hat. Und wir wollen halt auch so Sachen wie Flipper hier haben, Kickertisch hier haben, diese Dance Revolution-Style werden wir hier haben. Was haben wir noch überlegt? Tischtennisplatte ist eine gute Überlegung. Ich denke, einige von euch kennen das selber. Bei mir war das immer so, früh im Freizeitpark, mit den Eltern, mit Freunden und so, da gibt es immer so eine Spielhölle. Und da habe ich bin jede Achterbahn mitgenommen und wenn Zwischenzeit war, bam, in die Spielhölle rein, Eishockey spielen, flippern, hier so Basketball, so Körbe reinmachen mit den Betrügerkörben und so. Das war, ne, da waren die Bälle kleiner, das Loch kleiner, die Bälle größer, die Löcher kleiner, viel höher und so. Trotzdem alles kaputt gemacht. Und ich habe gesagt, boah, wie geil. Und irgendwann habe ich gesagt, als so das zweite Jahr Tech-TV vorbei war, glaube ich, was wäre es, einfach so eine eigene Spielhalle zu haben, wo man diese ganzen Fun-Games spielen kann, mit einer Bar. Das war meine erste Idee, das ist schon 3 Jahre her. Da habe ich gesagt, boah, wie geil wäre das eigentlich. Ganz viele Geräte, die Leute können vorbeikommen, eine mega geile gechillte Bar, vielleicht noch eine kleine Tanzfläche, finde ich gut. Naja, und das ist dann daraus geworden, dass wir gesagt haben, ja gut, wenn wir hingehen, wollen wir den Leuten auch ein bisschen Entertainment bieten. Auch für Leute, die halt nicht Hardcore-Gamer sind, sondern sagen, ja, Flipper, geil, Kicker. Kicker geht halt immer. Ja, und dann haben wir gesagt, die Dinger müssen wir haben. Ja, und am Ende Tischtennisplatte am Start. Kicker am Start, Flipper am Start, Airhockey am Start, Dance Dance Revolution Maschine am Start. Hätten wir noch viel mehr Platz, würde ich, also da könnte ich mir noch vorstellen, irgendwo rein zu quetschen. Billard wird schon, der Tisch ist halt riesig. Aber schon geil, ja, und das läuft halt. Gerade am Jungs-Airhockey gespielt, ich habe gerade den Nomi in Tischtennis richtig hart vernichtet. Kicker bin ich sowieso absolute Maschine. Ja, also geil. Und die Sachen stehen jetzt hier und werden auch wirklich benutzt. Das ist halt cool. In die Bar sozusagen. Also natürlich wird unsere Couch mitgehen, das ist ja gar keine Frage. Ja? Also als ob diese Couch, auch wenn die fast schon, also sie bettelt schon darum, auf den Sperrmüll geschmissen zu werden. Da sind Löcher, die sind so tief, dass... Das Material ist komplett ab. Ja? Wir hatten irgendwann jemanden gefunden, der wollte sie restaurieren. Ich weiß nicht, was damit passiert ist, aber... Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ja, die alte Couch, ne? Haben wir nicht weggeschmissen, muss man ja schon mal sagen. Wollen wir auch nicht, werden wir auch behalten. Aber damals hatten wir noch gesagt, wir würden die alte vielleicht restaurieren und nochmal hinstellen. Wir hatten mal jemanden aus der Community, der wollte die restaurieren. Gamescom. Da hat der Philipp sich damals um gekümmert. Irgendwie ist das nie stattgefunden, oder hat das nie stattgefunden. Ja, dann gab es halt mal so ein Vote bei uns in der Community, wo Leute dann abstimmen konnten, alte Couch behalten, neue Couch, alte Couch dafür irgendwo ausstellen. Und das ist halt irgendwann dann geworden beim Vote. Und ich liebe halt diese Couch, ne? Aber die ist halt so hart schäbig. Das ist halt... Das ist die hässlichste Frau, die ich jemals gesehen habe, mit dem schönsten Charakter. Jetzt wird sie halt ausgestellt und wir haben eine neue. Es tut mir wirklich leid. Und mit dir habe ich halt echt alles erlebt. Alles. Okay. Und hier kommt der Gaming-Bereich. In diesem Bereich sind nur 10 Plätze. Wir wollen halt hier die Möglichkeit haben, dass man auch 5 gegen 5 spielen kann. Und hier kommt eine riesige Glasscheibe hin. Ja, wenn man A natürlich die Caster nicht hören kann, aber zum anderen, dass man trotzdem durchschauen kann. Das heißt, ihr als Zuschauer vor Ort oder natürlich auch mit Kameras kann man die Spieler hier abfilmen. Das sind 2 Fünferreihen, die halt gegenüber sitzen und dahinter wollen wir dann am besten noch so eine Couch haben. 5-on-5-Bereich. Dann hatten wir uns entschlossen,
das hatte ich dann mal noch umgeworfen. Dann haben wir halt gesagt, okay, wir machen jetzt einen Gaming-Raum, Scheibe, trennen das in der Mitte. Und dann habe ich mit dem Vater geredet. Und der Vater sagte, eine Glasscheibe, die mache ich dir da nicht rein. Da habe ich gesagt, ja, das andere kann ich mir nicht leisten. Dann hat er gesagt, Plexiglas, dickeres Plexiglas. Und ich wusste ja nicht, wie schwer sowas ist. Und wir hatten nicht so, das Einfachste wäre gewesen, wenn jemand so diese Noppen hat, ne? So, noppst so fest und hast so einen Griff und kannst die halt tragen. Hatten wir natürlich nicht. Und so eine Scheibe war halt, weiß ich nicht, 4-5 Meter. Das war halt ein Maß. Egal, ob die mussten ja noch zuschneiden, die war ein bisschen kürzer geworden dann. Und halt, weiß ich nicht, 2,20 Meter hoch oder so. Heiliger Bimbam, wie viel wog eine von diesen Plexiglasscheiben? Und mein Vater hat halt gesagt, die trage ich dir nicht rein, mache ich niemals. Dann sterben 17 Leute mindestens. Ja, und dann war halt eine so eine Scheibe, wog halt über 100 irgendwas Kilo und halt mega unhandlich. Konnte sie halt nicht richtig packen. Aber wir haben es halt geschafft und haben sie dann hier reingestellt. Die lagen dann auch relativ lange rum, bevor wir sie eingebaut haben. Aber ja, nee, hat, also ich muss sagen, ist nicht hier so komplett hier so schalldicht, dass man nichts mehr hört. Aber die Spieler, wenn die Headsets dann haben, hören halt nichts. Das ist okay und sieht auch gut aus. Aber das Geile halt an der ganzen Geschichte ist halt, das war ja auch so ein bisschen der Sinn und Zweck dahinter, wenn zwei Teams gegenüber sitzen und sich so richtig anschreien und das, ich kenne das halt aus den alten Zeiten, in Counter-Strike 1.6, es war so geil, wie die sich richtig, auch wirklich tatsächlich beleidigt haben, da waren die Emotionen hoch, das hat halt beim APM, hat das, also bei Acer Predator Masters hat halt auch so gut geklappt, es war halt so ein bisschen back to the roots und so, fand ich mega geil und ja, ich glaube, für CS und so funktioniert das halt richtig gut, oder 5-on-5s. Option. Wir wollen natürlich das, ja, das Bestmögliche rausholen. So, Zeit mal ganz kurz hinten, ist so Notausgang. Da kommt man nach oben, dazu erzähle ich später mehr.